Herzlich willkommen. Oh, komm schon wieder nicht raus. Zu einer neuen Folge Freddys Fernfahrwoche. Ich bin momentan im wunderschönen Gosbach, Bad Dietzenbach bei der Transportspezialeinheit und habe mal wieder einen Spezialauftrag. Heute ist Samstag, ich fahre jetzt auf die Messe nach München. Da muss ich laden. Und dann fahre ich schon wieder zurück. Also es ist keine richtige Fernfahrerwoche, es ist eher ein Fernfahrertag. Wie man wahrscheinlich sieht, habe ich ein Truck Diary Shirt an. Das habe ich mir nicht gekauft, das habe ich umsonst bekommen. Ich habe ja mit dem Dirk, den kennen wahrscheinlich die meisten, die hier auch zuschauen, von Truck Diary, habe ich so einen T-Shirt-Tausch gemacht. Ich habe ihm sozusagen, eben so eine Stufe nach vorne. Ich habe übrigens hier super Komfortsitz von DAF, ist sau bequem. Auf jeden Fall habe ich ihm mein letztes Diesel-TV-T-Shirt gegeben und ich habe von ihm dafür ein Truck Diary Shirt bekommen. Und noch zusätzlich noch eine Truck Diary Tasse. Also ich habe eindeutig besser abgestaubt als der Dirk. Und ich muss jetzt mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken. Der hat wirklich ein super Video gemacht. Könnt ihr mal gucken, in seinem letzten Video hat er mich da ja reingeschnitten und vorgestellt. Ja, Gisela, ist gut. Hat er mich ja reingeschnitten und ein bisschen Werbung für mich gemacht. Und also das hätte ich nicht besser schneiden können. Nein, ich kann nicht mal annähernd so gut schneiden. Also es war wirklich vom Feinsten. Vielen Dank dafür nochmal. Ich bin jetzt nach langer Zeit mal wieder mit einem Megaliner unterwegs. Ich bin ja schon lange kein Mega mehr gefahren. Also Megaliner für die, wo es nicht wissen, der hat halt einfach mehr Innenhöhe im Auflieger. Und die Zugmaschine ist ein bisschen tiefer und der Auflieger ist auch tiefer. Die haben dann kleinere Räder dran. Und ich habe jetzt hier voll Luftfederung. Man merkt es auch. Also es ist zwar sehr komfortabel, aber er schwankt auch ganz schön rum. Das braucht man halt bei Megaliner, weil man da schon ab und zu mal, wenn man so Verschränkungen hochfahren muss oder sowas, die Karre hochmachen muss. Also man muss hier wirklich ein bisschen vorsichtig fahren. Das ist nicht so wie mit der Standardzugmaschine, dass man da überall ohne Probleme rüberkommt. Da muss man wirklich immer... So, was machst du, Kollege, da jetzt? Okay, du bleibst stehen, alles klar. Da muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein und aufmerksam fahren, dass man da keine Delle reinfährt. Das ist übrigens der LKW vom Günni, mit dem bin ich, als ich noch den Packies DAF hatte, da wo ich mit der Fähre nach England bin, also mit der Fähre, die lang fährt, über Nacht fährt, das war mit dem LKW hier, der war da dabei. Der hat nämlich jetzt Urlaub. Und da der Günther mich kennt und sogar meine Handynummer hat, muss ich jetzt natürlich extra vorsichtig sein, dass ich da bloß keinen Kratzer reinfahre, sonst gibt es direkt Ärger. Links abbiegen. So, das ist jetzt hier mal wieder Messe in München. Da war ich ja auch schon ein paar Mal. Dieses Mal ist allerdings wohl eine größere Messe, so wie es aussieht, denn ich muss hier auf diesen Check-in-Parkplatz, das musste ich jetzt schon lange nicht mehr. Ich habe auch schon mit dem Kunden hier telefoniert, der meinte, es ist nicht so viel los. Weil ich habe wohl erst um 17 Uhr Zeitfenster. Wir müssen jetzt hier rein, hier oder her. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Ich dachte eigentlich, ich muss um 16 Uhr da sein. Aber gut, kann ja mal passieren. Lieber zu früh als zu spät. Jetzt hoffe ich halt, dass es hier trotz einer Stunde zu früh nicht allzu lang dauert, aber mal gucken. So, LKW-Check-In. Also, noch ein bisschen weit. Schon wieder wild geparkt, so wie das hier aussieht. Jetzt frage ich mich, so, dann kann ich gleich da einfach geradeaus weiterfahren. Ja, ich stehe jetzt hier immer noch auf diesem. Oi, ja, hier geht's ja. So, ich stehe immer noch hier auf diesem Messeparkplatz. Ich habe mich jetzt immerhin angemeldet. Allerdings kriege ich jetzt erstmal eine SMS, wenn ich dann reinfahren darf. Ich kann leider nicht ein bisschen früher rein, wie ich gehofft hatte. Naja, dieser Sitz ist echt sowas von komfortabel. Das ist, oh, da kam vielleicht schon die SMS. Nein, leider nicht.
Der hat sogar hier Sitzkühlung. Ja, hier, die habe ich sogar direkt mal angemacht. Ein Traum, ja, es wird richtig schön kalt am Hintern. Bei der Anmeldung gab es ein paar Unstimmigkeiten, sage ich mal, weil der Messemann war nix gut Deutsch. Der hat mir das überhaupt nicht erklären können, was er von mir will. Und dann musste ich erstmal rumtelefonieren, bis ich dann rausgefunden habe, dass er einfach nur wissen will, welchen Spediteur oder über welchen Spediteur das Ganze läuft. Also ja, manchmal fühlt man sich schon wie, wenn man im internationalen Verkehr unterwegs ist, obwohl man eigentlich in Deutschland ist. Also das war schon der Hammer. Ich habe jetzt gerade ein bisschen so, ja, 17 Uhr Termin, 16.30 Uhr da gewesen, 16.30 Uhr angemeldet. Um 18.30 Uhr darf ich rein. Ja, es ist also, der Messebauer freut sich natürlich auch dementsprechend. Es ist also wirklich eine Katastrophe. Und dafür muss ich jetzt auch noch 100 Euro Kaution hinlegen. Der Service hier ist natürlich auch top. Ja, also erstens mal können viele kein Deutsch. Und wenn man sie dann fragt, ob sie einem helfen können, dann heißt es, scannen die deinen Zettel und dann sagen sie, das System sagt nein. Aller Computer sagt nein. Ach ja, jetzt kommen hier wieder diese wunderschönen Speedbumps und einmal Hopsasa und Hopsasa. Rumpel die Pumpe. Hier kann man wieder so abkürzen. Doch, trotzdem noch getroffen. A6 ist da, ich muss zur A4. Links abbiegen. Und hier wieder diese super Einfahrten. Soll ich da hin, oder? Was? Okay. Rechts abbiegen. So. Mache ich mich stellen hier hin. Ich habe geladen. Ich fahre jetzt hier auch mal wieder raus. Ich hoffe, da hinten kommt man rum. Aber das müsste eigentlich gehen. Es war wieder sehr nette Messebauer. Oh. Aber es war doch ganz schön anstrengend. Heute spielt ja Deutschland in genau 20 Minuten. Das heißt, ich werde das Spiel nicht angucken können. Zumindest nicht nur teilweise. Jetzt machen wir hier noch einmal eine schöne Lichthupe da rein. Oh, wieso geht der obere Ding? Hä, wie kann ich denn das aktivieren? Jetzt habe ich die Warnblinker an. Oh Mann, wieso geht denn mein Lampenbügel nicht? Ich will doch, dass der mitleuchtet. Wieso geht das nicht? Was muss ich da hier aktivieren? Muss ich hier drücken? Ah, jetzt geht's. Wieder alles super hingestellt, das gefällt mir natürlich so. So, Kollege, was hast du vor? Okay, fährst du links? Okay. Machst du fahren links? Gut. Rechts abbiegen.
geschafft. Hab meine Kaution wieder abgeladen. Jetzt muss ich nur noch die, na, wann bin ich denn da? 22.11 Uhr, 190 Kilometer. Das war's. Ich hoffe, euch hat diese kleine, kurze Fernfahrwoche gefallen. Es war jetzt ja wirklich nur eine sehr, sehr kurze Tour. Ich habe leider nicht so viel zeigen können. Danke nochmal an den Dirk für dieses tolle T-Shirt. Und ich wünsche euch was. Haut rein. Wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder. Denn morgen fahre ich ja nochmal. Also Montag früh. Und das seht ihr dann. Wann seht ihr das dann? Das werdet ihr dann sehen, wann ihr es seht. Bis dahin, macht's gut. Ach ja, und Däumchen wären Träumchen. Ihr wisst ja. Bis dahin. Ciao.